Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, um Finke 03 habe ich mal wieder zwei Replays bekommen. Erste Runde in der FV 304, auch besser bekannt als Bert Arty. Bert, egal. Wir sind hier auf der Karte Overlord, haben ein 5er bis 6er Gefecht. Und wer die Arty nicht kennt, gut, der hat nicht viel verpasst. Wir haben bei der Arty den Vorteil, relativ mobil. Nachteil ist, die Reichweite ist doch sehr begrenzt. Wenn ich es mal. Sprich, man muss mit den Dingen immer ein Stück weit vorfahren, rein ins Schlachtfeld. Ich glaube, bis zur dritten Reihe. So, dritte Linie ist so die Arty angesiedelt. Ganz hinten kann man mit den Dingen nicht stehen. Wir sehen es gerade, die Hummel und die M41 stehen ganz hinten. Gut, die kommen auch nicht unbedingt bis zum Gegnerkreis. Aber unsere Bird Arty, die ist ja etwas mehr benachteiligt. Und das ist ein gutes Ding, das kann man auch auf mittlere Distanz spielen. Haben eine relativ gute Nachladezeit. Und wie gesagt, das Ding ist einigermaßen mobil, so dass man auch flüchten kann, wenn es drauf ankommt. Da schon mal Kill Nummer 1. Und ich muss so ein bisschen meine Temperatur im Auge behalten. Ist ja so ein Nachteil, warum ich momentan relativ wenig WOT spiele. Hab jetzt hier eine Auslastung von gut, es geht. Wir sind hier gerade bei 57% CPU-Last. Beziehungsweise GPU-Last. Aber die GPU liegt schon bei 62 Grad. Und wenn ich dann halt WOT spiele, geht's doch mal ruckzuck nach oben. Gerade bei den Temperaturen. Und wenn ich eh schon auslaufe, dann noch den Rechner am Laufen habe und auch verlasst, dann ist es nicht angenehm. So, Kill Nummer 2. Beide Kills waren so ein bisschen Reste fressen, wie es man gern sagt. Sprich, wenig HP. Haben zumindest zwei Kanonen rausgenommen. Der Treffer war mal ordentlich. 199 auf den AMX. Da kann es gebrauchen. Strand sieht so ein bisschen dürftig aus. Da man VK unten stehen. Ansonsten hier unten. Auch da an dem Bunker sieht es ein bisschen doof aus. KV bricht durch. Schön getroffen. Der VK, der bricht da auch einigermaßen durch. Find's auch drollig. Hier ein Heavy, da ein Heavy. Unten ist nichts. Aber machen. Muss man aber nicht. Naja, steht aber auch ganz schön gnädig da, der Kollege. Es war so klar. Es war so klar. Gut, soweit an der Front hat man ein bisschen die Arschkarte. Da war der M10, da hier drüben war die Arty. Er hatte die Wahl zwischen Arty und M10. Klar, wo soll er hin? Er konnte Notes vorhin. So ein bisschen ins Aus manövriert. KV-Stotter, genau, der ist auch. Ah, da haben wir schon mal den Nachteil. Finke kommt nicht ganz hin zum KV-1. Weil halt die Reichweite sehr knapp bemessen ist bei dem Panzer. Oh. Der war schick. Und immer weiter draufhalten, genau. Der Scout rammt sich zu Tode am KV-1. Ah, das ist gut. Das war gut gemacht. Das war echt gut gemacht vom Scout.
Rammt sich am KV1 zu Tode. Klar, war ein Versuch, ein Blindschuss. Schick. Das war schick gemacht. Eine Art, die zieht die Ketten, die andere Art, die haut ihn raus. Muss auch sagen, jetzt ist es relativ ruhig geworden. Die ersten 5 Minuten habe ich alle ordentlich auf die Fresse gehauen. Und danach haben wir so einen leichten Stillstand. Klar, es leben auch nur 2 mobile Panzer, ansonsten noch 3 Artis vom Gegnerteam. War doch wieder alles relativ schnell vorbei. Haben jetzt hier 4 Kills, knapp 1, 3 Schaden. Ein bisschen was unterstützt. Und da fährt eine Bischof. Der Bischof im Nahkampf. Schade. War aber auch irgendwo verständlich, dass der Kollege da versucht abzuhauen. Das ist ein leichtes Problem. Oh, das ist bitter. Klar, natürlich, da geiern denn die Artis hin, wenn ein Low-HP-Panzer dabei ist. Schade. Hätte ruhig treffen dürfen. Ja, Kill Nummer 5. Jetzt heißt es im Endeffekt Arti jagen und dafür ist der Panzer eigentlich wie gemacht, wie gesagt. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, das Ding ist mobil. Man kann sich so ein bisschen elegant bewegen mit dem Panzer. Ich denke, das Hauptkonkurrent bei der Artis oder beim Arti jagen ist jetzt der M10 und da haben wir die Bischof. Stell Nummer 6, schick gemacht. Wird vermuten eine Hummel hier hinten am Strand und vielleicht eine bei K0. Sonst am Strand sollte eine sein. Warum kommt der M10 nicht mit? Ach, M10 ist gut wie tot. Also ich würde jetzt in der Situation nicht zwangsläufig cappen, außer ich hätte eine Mission. Ansonsten würde ich halt zumindest Richtung Strand tingeln. Erstmal hinten den Spot reingucken oder abgucken, ob da eine Arti ist.
Ansonsten Richtung Strand bewegen. Hummel ist jetzt nicht unbedingt mobil, sprich, man kann wirklich Bewegungen einmal nach K0 und dann K1 machen, bis die Hummel halt im eigenen Cap drinne wäre. Da war man auch wieder zurück im Gegner-Cap und könnte dann durchcappen. Und deswegen würde ich jetzt in der Situation, wie gesagt, zumindest die Spots abfahren. Aber sagst du immer wieder, lieber Captain, Cap ist ein sicherer Sieg, als nachher irgendwo Risiko zu gehen. Gewonnen ist gewonnen. Im Endeffekt hat Finke auch alles richtig gemacht. 6 Kills, 1,5 Schaden. Und bevor wir ins Ergebnis gehen, gucken wir uns noch eine Runde mit einem russischen Wurstwerfer an. Runde 2 vom Jumbo 001 im Objekt 268, der russische Wurstwerfer. Ja, wenn ich jetzt mal so gucke auf die Temperaturen, ich bin jetzt bei 75 Grad. Ha, es wird angenehm warm. Geil. Das Gute ist, ich habe noch 2 Kühler von Bequiet liegen, oder 2 Lüfter besser gesagt, die will ich noch irgendwann einbauen, die Tage. Das Problem ist halt, dass die Wärme von drinnen dann nach draußen gezogen wird und dann wird es hier richtig schön warm drinnen. Ach. So ein leichter Nachteil im Hochsommer zu zocken. Das sind so die Probleme eines Gamers, gerade mit Dachwohnung. Wenn die Wärme voll reinballert. Ach, krieg ich's Kotzen. Na gut, so viel dazu. Richtung Flucht gefahren. Was haben wir im Gegnerteam? Eine Arti mal wieder. Ein E100, ein S-Kong. Ach. Ein Jagdpanzer ist mit dabei. Eigene Team, 60 TP in IS-7. Objekt 277, hoch in S-Kong. Na gut, wir gucken mal, was so passiert. War klar, S-Kong mit auf der Seite. Schrittzwang auch. Aufteilung wieder ein bisschen suboptimal. Gerade hier die Kollegen, die beiden. Wäre ich mit der FV dorthin gefahren? Nicht unbedingt. Nicht wirklich. Generell Bergpass für mich momentan ein bisschen schwer zu spielen. Weil ich halt nie weiß, wohin. Ich denke mal auch, das Abaimen der Brücke, klar ist momentan hier von Vorteil, weil hier drüben kann er nicht viel ausrichten. Wir haben hier einen Pulk an Panzer, die sich da schon wieder behaken. Dann lieber Richtung Brücke gucken, in der Hoffnung, dass da irgendwas angeschissen kommt. Wo hätte man sonst nach hinten fahren können? Ja. Ja, die Situation kenne ich momentan mit dem TD. Also, mir geht es im Endeffekt auch nicht anders auf Bergpass. Ich weiß halt mit dem TD, gerade mit dem turmlosen TD, nie wohin. Klar, man kann hier auf den ersten Metern hier rüber abaimen. Man kann auch die Brücke abaimen. Wenn man Pech hat, kommt keiner, aber die Brücke steht ja blöd da. Wenn man Pech hat, steht man auch genau wie jetzt der Scout hier in dem Bereich. Gott und die Welt sieht einen und kriegt die Kugeln in die Fresse. Ich meine, der erste Schuss war jetzt ganz nett. Knapp 780 Schaden reingedrückt. Dem EVP dort. Vielleicht kommt er ja nochmal. Was ich nicht glaube, aber vielleicht ist er so ein bisschen lebensmüde. Er steht zumindest dort. Oh Scheiße, er kommt wirklich, oder? Gott.
Am Hand von den Indikatoren muss man noch mitgekriegt haben, wo in etwa der Schuss herkam. Und dass der wirklich nochmal um die Ecke kommt, ja gut, warum nicht? Jetzt bloß nicht aufgehen. Nein, er bleibt zu. Eh. Hat die Art jetzt auf den E7 geschossen oder hat die wirklich gewusst, dass da ein Objekt steht? Wobei Jumbo bleibt zu. Ich denke mal, die Art, die hat auf den IS-7 geschossen und unsere Kollegen hier getroffen. Was haben wir da jetzt noch stehen? Ein Eskong und ein Jagdpanzer. Oben steht noch der Stritzwagen. Jagdpanzer, genau. Ja, ein 100 meine ich doch. Ja, wollte mal sagen, der Gegner hat hier ordentlich verkackt. War auch gut gespielt vom Jumbo, hinterm Baum stehen geblieben, ist nicht aufgegangen, ordentliche Bretter reingehauen. Ja, 2-3 HP verloren. Klar war es mit Premium-Munition, aber auf Stufe 10 schießt man einfach mit Premium-Munition. Ob es jetzt grundsolide, ich denke mal, ich hoffe auch kostendeckend. Nicht viel Schaden genommen, wie gesagt, ein bisschen Premium rausgeballert. Also es dürfte eigentlich kostendeckend sein, die Runde, bis jetzt. Wenn er jetzt nicht platzt. Das ist so ein Nachteil, warum ich keine Stufe 10 fahre. Stufe 10 ist einfach schweineteuer. Alle schießen Premium. Wenn man dennoch die Runde verliert und dann noch den Panzer verliert, ja. Geht man halt mal mit elegante 30, 40, 50.000 Verlust raus. Oh! Oh! Das 268 hat ein leichtes Problem. Jetzt hat Jumbo ein leichtes Problem. Stritzwagen, Arti, Stritzwagen. Ja, komm, hau ab. Lauf, lauf, lauf. Das ist der Arti. Komm schon, komm schon. Und die Arti schafft es wirklich, da abzuhauen. Ich glaub's ja nicht. Nee, er hat's nicht geschafft. Ich wollte schon sagen. Ja, haben jetzt auch am Objekt da ein neues Fenster hinten drin. Das ist so ein bisschen, naja, gute Belüftung, nenne ich sie mal. Ich vermute jetzt auch mal, dass Jumbo da bei dem zweiten Kill oder bei dem zweiten Sturzfang so ein bisschen irritiert war. Geht mir auch so ein paar des Öfteren, dass man halt den Panzer vor lauter Panzer nicht sieht. Schick. Drei Kills. Oh, Runde schon vorbei. Runde vorbei, war ein Sieg. Drei Kills, Runde 6.500 Schaden und wir mit gucken der uns mal die FV. Ergebnisse Mit an. Fake Nace Tanker und Schläger. Ja, Cap, Einnehmer, Medaille.
Und ein Krieger für 6 Kills. Ansonsten 97.700 Credits bei 1, 2 an EP und 25 mal Klopapier. Fahrtschaden auf der 1 mit 1.760 Schadenspunkte. So, 6 Kills. Na gut, was will man bei der Arti gucken? 6 mal Schuss, 14 getroffen. Kann er durchjagen im Endeffekt. Dafür 17 mit Splash. Und 91.000 plus gemacht. Ich denke mal, es geht doch soweit in Ordnung, wenn im Endeffekt ein Scout auf Platz 1 ist vom Schaden. Ja, dann rutscht man halt irgendwo ab. Und auch so im direkten Schadensvergleich. Mit dem russischen Brustwerfer. Ein Ace-Tanker und Schläger, eine Gratis-Medaille und ein Großkaliber. Knapp 68.000 Credits bei 3-1 an EP und 7 mal Klopapier. Vom Schaden auf der 1 mit 6-5 Schaden. Auch hier geht's komplett in Ordnung. Das ist natürlich bitter. Jagdpanzer E100 und E100 ohne Schaden. Auf der eigenen Seite war es nur die Grille, aber geht komplett in Ordnung. 12 Schuss, 10 getroffen, 10 durchjagen. Knapp 6.560 Schaden. Und kein Plus gemacht. Es war ein Sieg, ja, es war ein 10er-Gefecht. Es war ein Sieg mit 6-5 Schaden. Und klar, kein Plus gemacht, weil halt zu viel Premium-Munition dazwischen war. 81.604 Premium-Munition. Das ist ein bisschen schade, selbst wenn man mit einem Premium-Account unterwegs ist, muss man doch irgendwo ein bisschen Plus machen, auch wenn man Premium schießt. Aber nein. 37.800 Verlust und das ist so ein Grund, warum ich einfach keine 10er spielen möchte. Klar, ab und zu holst du auch mal raus, wenn ich mal wirklich Lust dazu habe. Denk mal, auf Stufe 9 wäre es noch irgendwo plus minus 0 gewesen. Ab Stufe 8 macht man dann so leichten Gewinn, auch mit Premium Muni. Aber auf Stufe 10 bist du eigentlich komplett dabei, das Geld rauszuballern. Klar, es kommt dann die Argumente, man kann auch ohne Premium Munition schießen. Könnte man machen. Nur dann kommt der RNG-Hammer und haut dir voll in die Fresse. Deswegen auf Stufe 10 spielen eigentlich so gut wie alle mit Premium Muni. Und das ist echt bitter, wenn man mit so einer guten Leistung einfach Verlust einfährt. Aber auch die Trefferquote stimmt, es waren 2 Schuss irgendwo daneben gesemst. Aber immerhin 6-5 Schaden, trotzdem Verlust. Find ich echt schade. Da müsste WG echt nochmal ran. Gut, im Endeffekt, es waren 2 schöne Runden. Gerade mit dem Wurstwerfer war es eine tolle Runde. Leider kein Gewinn gemacht, blöd gelaufen, wirtschaftlich echt eine Katastrophe. Könnt ihr in den Kommentaren drüber diskutieren, was ihr davon haltet. Ansonsten, Abo wäre toll oder ein Däumchen. Ja, des Weiteren sage ich wieder danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.